Entfesselt bitte mit uns die Wahrheit, denn in Zeiten der radikal ehrlichen und lichtvollen Berichterstattung wurden wir vom Mainstream stark eingeschränkt. Doch für das Erwachen der Menschheit ist eine kritische Masse erforderlich und deshalb bitten wir euch und die geistige Welt heute um eure Hilfe. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Livestream. Schön, dass ihr da seid. Liebe Smarana-Familie, liebe Lichtbringer, wir sind hier in einer Lichtwelle zusammen vereint, ihr Lieben. Und ich freue mich über jeden Einzelnen. Ja, also passt auf. Wir haben seit ungefähr 2, 3 Monaten, sag ich mal, extrem die Wahrheit gesagt auf diesem Kanal. Und es ist so, dass die Wahrheit nicht so sehr gerne gehört wird und dass die Menschen, die eben oft die Wahrheit sagen, auch so ein bisschen ja, Nachteile haben. Und das spüren wir hier auf unserem Kanal, denn wir finden, dass unsere Videos nicht so verteilt werden von YouTube, wie es ihnen gebührt, sondern wir finden, sie werden eingeschränkt nur noch gezeigt und nicht allen Menschen vorgeschlagen. Und deswegen können sie sich nicht mehr so gut ausbreiten. Das ist einfach der Punkt, um den es heute geht. Und wir möchten aber euch allen die Wahrheit sagen, das Licht bringen und unsere Kraft verstärken. Jetzt können wir das nur mit eurer Hilfe, wenn ihr uns unterstützt, damit, also mit dem Unterstützen meine ich Videos teilen, viele Kommentare schreiben, viele Likes geben. Weitererzählen, damit dann durch euch die Videos geteilt werden, weil YouTube tut es nicht. YouTube hat das alles eingeschränkt und da können wir persönlich nichts dran machen, aber wir zusammen, ihr und wir, können das wiederum tun. Und ihr Lieben, es gibt eine kritische Masse der Menschheit, die muss einfach erwachen und die müsste auch überschritten werden, diese kritische Masse. Und dafür sind ja unsere Videos da. Denn wenn unsere Videos nicht verteilt werden, wenn die niemand mehr sieht, dann dauert es auch länger mit dem Aufstieg. Das ist nun leider mal so. Und das wollen wir ja wirklich alle nicht. Wir sind ja eher daran interessiert, dass es mal vorangeht und deswegen unser ganzes Wirken hier dient dem Licht und der Liebe. Zusammen sind wir stark, zusammen können wir ganz viel erreichen und wir werden jetzt auch am Ende des Videos, ach übrigens, ich werde wichtige Fragen beantworten, die ihr mir unter andere Videos in den Bemerkungen geschrieben habt, das werden wir nachher gleich tun. Und wir werden auch zusammen eine wirklich sehr kräftige Lichtmeditation machen, wo wir das Licht dorthin senden, wo es nützlich ist. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, was ich damit meine. Ich gucke mal, was ihr so geschrieben habt. Ja, also Hermann sagt auch, er weiß, man sieht es an den Reaktionen der Massenmedien, dass also hier die Wahrheit nicht ans Licht kommen soll. Und es gibt ja auch gewisse Zensuren hier auf YouTube, das wissen wir alle. Und wir befinden uns so in so einer Lage, wo also unsere Videos nicht so sehr gezeigt werden, damit sie nicht so viele Menschen anschauen. Und das ist aber unser Auftrag, für das Licht zu wirken. Der Auftrag, mein persönlicher Auftrag ist es, die Menschen zum Erwachen zu bringen. Und dafür übertrage ich Botschaften aus der geistigen Welt, von den Sternenfreunden und bringe die dann hier über YouTube zu euch. Und ich habe so viele E-Mails und auch schon Anrufe bekommen, wie gut den Menschen das geholfen hat, diese ganzen Channelings und Botschaften. Und so viele haben auch geschrieben, dass sie jetzt ohne diese Botschaften gar nicht hätten sich vorstellen können, durch diese aktuelle Zeit zu kommen. Und danke für diese Rückmeldungen. Das gibt mir wirklich auch sehr viel Kraft.
Aber wir brauchen noch mehr Kraft. Wir brauchen einfach, dass ihr uns helft. Bitte liked das Video jetzt alle mal durch und schreibt jeder einen Kommentar nachher unter, wenn das Video fertig ist, in die Bemerkungen. Einfach, dass YouTube dann merkt, auch oh doch, da sind viele Leute da und das ist interessant und das muss man vielleicht doch unterstützen. Möglich ist es ja. Wir wollen auf jeden Fall nicht aufgeben. Wir wollen da immer weitermachen. Aber alleine schaffen wir es nicht. Nur mit euch zusammen sozusagen. Und wir sind ja auch so eine schöne Lichtfamilie, die sich gegenseitig unterstützt. Ich lese gerade noch mal, was ihr geschrieben habt, bevor ich weitermache. Ja, genau, was Jürgen schreibt, auch einige seiner Äußerungen sind weg. Das ist ja auch ein, auch bei den Bemerkungen ist es ja nicht so, dass man schreiben kann, was man will, sondern da wird auch zensiert. So ist das. Und es ist jetzt auch nicht so einfach, darüber so offen zu sprechen, das muss ich auch dazu sagen. Annika schreibt, sie spürt ganz oft von außen eine nicht so gute Energie, die sie versucht anzugreifen. Ja gut, es geht jetzt hier nicht um Angriffe, sondern es geht einfach um Manipulation, ja, das, so dass unsere Videos nicht verteilt werden. Und dann, wenn sie niemand sieht, wenn niemand weiß, dass da ein Video ist, können sie auch nicht angeschaut werden und dann kann das Licht auch nicht kommen. Das ist so das, was hier eben wichtig ist. Ich brauche wirklich die Unterstützung von euch allen. Ich möchte gerne, ich möchte euch bitten, unterstützt uns. Verteilt die Videos und was ich jetzt schon alles gesagt habe, wenn sie euch gefallen natürlich und gebt so dem Licht noch mehr Kraft. Wir sind zusammen verbunden in einer Mission. Wir sind hier auf der Erde, um gemeinsam dieses Licht zu stärken. Dafür sind wir hierher gekommen. Und das müssen wir doch nutzen. Und da wir hier ja schon zusammen sind, müssen wir doch oder sollten wir, natürlich sollten wir, jeder kann sich ja entscheiden, immer noch, ob er möchte und wie er es tun möchte, einfach da entscheiden, ja, ich mache mit. Denn was hier geschieht, das wollen wir ja alle nicht. Unser Ziel, also das Ziel von Smarana, also meine Vision, die ist, ich stelle mir vor, Lichtstätten, wo wir zusammenwirken, fernab von Krieg und so schlimmen Dingen, die hier geschehen, ganz fernab von diesen negativen Energien, eine Wirkungsstätte, wo wir glücklich sind, wo wir uns gegeneinander wertschätzen, gegenseitig wertschätzen und in Freude leben und in der Fülle, weil die Fülle ist für alle da und wo wir auch gesund sind. Und das ist das genau, was mir immer vor Augen ist, wenn ich also ein Channeling mache und wenn die Sprache von der neuen Erde ist, dann kommen diese Bilder von mir. Und das ist ein sehr schönes Bild und das ist eine sehr schöne Erde. Und ich bitte euch, vielleicht kennt ihr ja auch Foren noch, wo wir posten könnten, die ich vielleicht nicht kenne. Wir sind ja jetzt auch noch auf Odyssee. Das hat keinen großen Effekt im Moment noch. Wir sind auch auf TikTok und dort werden wir auch gesehen. Aber der richtige Schwung, der fehlt irgendwie noch. Und da brauche ich einfach Hilfe. Und ich denke, man kann das ja ruhig mal sagen. Wir sind ja unter uns und wir schätzen uns gegenseitig. Und ich darf ruhig mal sagen, dass ich auch eure Hilfe dann sehr schätze, sehr wertschätze, denn das ist mir viel wert. Und den Kanal zu abonnieren, das kostet ja nichts, das ist wirklich freiwillig und kostenlos, aber es ist eine Unterstützung für uns, uns einfach zu abonnieren. Wenn ihr das schon mal alle tun würdet, wir haben ja festgestellt, dass 50% der Menschen, die unsere Videos anschauen, uns gar nicht abonniert haben. Stellt euch vor, die würden uns fast alle abonnieren, wie toll das wäre. Und dann würden wir auch wieder im Algorithmus nach oben rutschen und noch mehr gezeigt werden. So ist es leider und das ist seit 2, 3 Monaten so. Und wir können aber zusammen wirklich das wieder ändern. Und wir sind auch am Smarana Festival ja zusammen, um da ganz viel Licht in die Welt zu bringen. Und wer möchte, kann da natürlich noch dazukommen. Dort werden wir geheime Übungen machen, die sage ich erst kurz vorher, damit niemand die schon vorher also ausspionieren kann. Und das sind geschützte Dinge, die
ich zum Teil jetzt auch noch nicht weiß, die mir dann auch kurz zuvor von der geistigen Welt gesagt haben. Und das ist ein ganz spannendes Thema und da können wir sehr viel bewirken. Denn die dunkle Seite, sie arbeitet im Hintergrund. Sie bereiten ja immer wieder neue, extreme Dinge vor, die uns dann letztendlich wieder einschränken werden und unser ganzes Geld und alles nehmen möchten, was wir haben, letztendlich. Ihr Lieben, es wird eine wunderschöne Meditation geben und ich lade euch ein, macht einfach mit nachher und dehnt das ganz, ganz sehr aus, dieses Licht. Ich muss schnell noch mal lesen, was ihr geschrieben habt. Ja, Regina, du schreibst, ich abonniere immer. Ich möchte dir mal danken, liebe Regina. Du bist wirklich ständig da, auch Chantal, auch Tatjana, auch Jürgen und Vicky. Ich sehe jetzt gerade so viel. Er hat auch und Samuel. Ihr seid so die Stützen von Smarana. Ihr seid immer da. Und dieser Kreis ist wichtig, weil durch euch wird das Licht verbreitet. Und ich wünsche mir so sehr, dass es noch viel mehr werden, damit wir kraftvoll das Neue herbeiführen können. Und wenn euch jetzt einfällt, wo wir uns noch posten könnten oder was eine gute Plattform ist, die ich vielleicht noch nicht kenne, dann schreibt sie uns bitte einfach unter das Video. Ich werde mir es angucken und dann schauen, dass wir da auch noch uns zeigen. So kann sich ja das Licht natürlich wundervoll verbreiten. Und man meint fast, YouTube hat uns auf den Kicker sozusagen. Und aber dennoch kann ich mir jetzt auch nicht den Mund verbieten lassen, oder? Ihr wisst, was ich meine, ihr Lieben. Es ist einfach wichtig. Schließt uns euch uns allen an und wir werden umso stärker werden. Zusätzlich werde ich auch noch auf unserem anderen Kanal, auf dem Messenger-Kanal, etwas posten, mal mehr posten als bisher. Ich werde es versuchen. Wir haben echt sehr viel zu tun, trotz allem. Und es wird also da auch immer mal Videos geben. Ich habe den hier unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr uns gerne auch abonnieren und uns unterstützen. Und so wird das Licht immer größer werden. Und ich sehe so viele Herzchen im Chat. Vielen Dank, ihr seid wirklich, wirklich lieb. Und ich umarme euch jetzt einfach mal hier so von der Ferne. Und ich habe also auch Fragen von euch. Ich habe die mal hier auf dem Handy, bevor wir an die Meditation gehen. Ganz, also das heißt, ich habe eine Frage, auf die ich eine ernst gemeinte Frage gestellt und bin gespannt, ob ich eine Antwort bekomme, fragt hier Holy Grace. Und das ist ein sehr langer Text. Ich mache das lieber mündlich, weil das ist einfacher, als wenn ich so viel schreiben muss, von der Zeit her gesehen. Es geht hier, der Mensch hat einen freien Willen bekommen, aber Gott hat auch einen freien Willen. Warum soll sich dieser nicht im galaktischen Rat äußern? Dazu muss ich sagen, Gott hat viele Helfer. Gott hat die Engel als Helfer und hat auch die Sternenfreunde als Helfer und somit auch den galaktischen Rat. Und das, was dort gesagt wird, sind Botschaften, die von Gott kommen letztendlich, von der Quelle der unendlichen Liebe. Deswegen muss Gott da nicht selbst sprechen, sondern seine Helfer und seine Boten sprechen da. Was hast du noch gefragt? Okay. Dann steht hier die Verständnisfrage. Jesus Christus soll doch der universelle Retter und Erlöser der Menschheit sein. Wenn das tatsächlich stimmt, müsste er auch Kommandant des Galaktischen Rates sein und alle Erzengel seine höchst kompetenten Besitzer, außer dem Chefadministrator des kosmischen Bewusstseinscomputers mit der heiligen Mutter Erde als Wohnort der Menschen. Wow, du hast eine Vorstellungskraft, das ist ja richtig krass. Auch hier hat jeder sein Aufgabengebiet und Jesus hat jetzt mehr das Aufgabengebiet, uns direkt zu uns zu sprechen, also nicht über den galaktischen Rat zu sprechen. Das braucht Jesus nicht.
Das sind verschiedene Aufgabengruppen oder Engelgruppen, die hier wirken und uns unterstützen. Ja, und manche Menschen erreicht man jetzt nur über Jesus und manche nur über die Sternenfreunde. Deswegen ist das so aufgeteilt. Also es müssen nicht alle jetzt im Galaktischen Rat sein, sondern der Galaktische Rat, der gehört einfach zu den Sternenfreunden. Was haben wir noch? Und dann diese Frage, wie soll es darüber hinaus funktionieren, dass von allen Menschen rund um den Globus, die gleichzeitig zum Beispiel den Erzengel Michael um Hilfe bitten, auch jeder eine Antwort bekommt? Das kann ich dir ganz leicht beantworten, denn das geht über die Quantenphysik. Das heißt, es können alle Menschen gleichzeitig einen einzigen Engel fragen und die werden alle zur gleichen Zeit eine Antwort bekommen. Das ist die Quantenphysik. Ja, weil die Teile sich miteinander verschränken. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, verschränkt sich meine Frage mit der Antwort von Jesus zum Beispiel, nehmen wir mal, ist egal mit wem, mit jedem, und dann ist die Antwort sofort da und es können alle anderen Menschen zur gleichen Zeit das auch machen. Das ist Quantenphysik. Das kann man mit dem menschlichen Verstand schlecht verstehen. Man kann sich nicht vorstellen, aber es geschieht. Und das ist ja sowieso auch die Quantenphysik, ist etwas, wenn wir Heilenergie schicken, zum Beispiel, ist die sofort an dem Ort, wo sie hin soll. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich habe schon viele Videos über die Quantenphysik gemacht und es gibt auch Webinare, wo man das lernen kann. Quantenheilung, drei Teile. Wenn du das gemacht hast, wirst du es verstehen. Aber vielleicht kannst du dir es jetzt über die Worte auch ein bisschen vorstellen. Also es ist so, dass diese Energien zur gleichen Zeit hier und da sind. Die sind verschränkt. Die brauchen nicht einen langen Weg zurückzulegen. Und in meinem Andromeda-Buch habe ich das genau beschrieben. Das kommt jetzt übrigens im Juli, zum Festival wird das da sein, wird es veröffentlicht. Endlich, das hat so lange gedauert, fand ich. Endlich ist es da und da wird auch viel über diese Quantenverschränkung gesprochen und auch über schwarze Löcher und Energiegewinnung der neuen Art. Und also, es ist sehr interessant, dieses Buch. Ich empfehle es euch. Ihr könnt es gerne schon bestellen überall. So, was gibt es jetzt hier noch? Warum hat Jesus Christus als Sohn des Allmächtigen inklusive aller Engel das Wirken des Bösen auf Erden seit 2000 Jahren nicht in den Griff bekommen? Ja, das ist eine Frage. Weil die Menschen ihren freien Willen haben und selbst das in den Griff bekommen sollten. Das ist der Plan Gottes. Deswegen sind wir ja hier mit unseren Aufgaben und um eben auch diese Erfahrungen zu machen, die unsere Seele sich ausgesucht hat. Deswegen ist das noch nicht so. Das wäre für Gott so ein Fingerschnipsel und schon wäre alles anders. Aber das ist nicht der Plan. Der Plan ist, dass wir tatsächlich diese Erfahrung machen sollen und durch unsere Entscheidung das ändern können. Und da darfst du nicht vergessen, deine Worte, dein Denken, das sind Werkzeuge der Manifestation. Und mit diesen Werkzeugen kann jeder Mensch alles ändern. Und auch mit der Quantenphysik. Ich habe auch darüber Videos gemacht. Und wenn wir das alle machen würden, hätten wir schon längst Frieden und die neue schöne Erde bei uns. Wir hätten das wirklich alles schon erledigt. Aber wir brauchen einfach diese Erfahrung. Und deswegen gehen wir da durch. Und es müssen auch noch viele Menschen erwachen, die dann auch diese Erfahrung machen. Die brauchen auch diese Zeit noch. Und ja, es ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, es ist einfach so, wie es ist. Genau. Ja. Also Melek Metatron, das ist deine letzte Frage, der sagt genau das Gleiche. Ich lege mal mein Handy weg. Der sagt ja auch, ihr habt eure eigene Freiheit, euren eigenen Willen. Und das, was ihr entscheidet, ist wichtig für euer Wachstum. Und ihr habt aber auch, und das sagen die immer wieder, die geistigen Wesen, alles in euch, was ihr braucht, nutzt es. Darum geht es, nutzt es nur. Ja? Ich hatte ja auch ein Video gemacht, warum
nutzen wir nur 5 bis 10% unseres Gehirns. Das Potenzial wird nicht genutzt, weil es uns niemand sagt oder weil es vertuscht wird, weil niemand möchte, dass wir das tun. Dass wir damit nämlich dann bestimmen, um was es geht. Aber wir sind doch Lichtarbeiter, wir sind doch auf dem Weg, dies selbst zu erfahren, diese Erweiterung unseres Bewusstseins und dadurch alles ändern zu können. Es ist jetzt nicht gerade die Zeit, sich unterzuordnen und klein zu machen und zu allen Ja und Amen zu sagen. Das sind schon wieder Worte, die darf ich eigentlich alle gar nicht sagen. Hier. Aber ich kann nicht anders. Ne? Und die Wahrheit, die braucht einfach Platz, die muss raus. Und dadurch können die Menschen dann auch erwachen. Wir sind in einem Prozess drinnen. Und den, der dauert lange, ich weiß. Aber er bringt immer wieder neue, schöne Dinge zum Vorschein, indem die Menschen erwachen. Ich selbst bin ja auch durch ein sehr schlimmes Ereignis in mein Leben erwacht. Es ist ja nicht so, dass das besonders ein schönes Ereignis war und so einfach ging, sondern ich habe auch eine riesengroße, schwere Zeit durchgemacht, wo also ich alle materiellen Werte verloren hatte. Ja, ich habe ein behindertes Kind, ich hatte einen Mann, der war Alkoholiker und habe dann auch noch eine Firma geführt und das ist alles weg, weg, weg. Es war nichts mehr da. Ich war dann alleinerziehende Mutter, hatte keinen Pfennig Geld, habe alles mir selbst aufgebaut wieder und bin dann jetzt da, wo ich bin. Ich sag nur, und mit diesen inneren Kräften, dem positiven Denken, dem sich vorstellen, manifestieren, was man möchte, damit können wir die Welt verändern. Wenn alle Menschen zusammenhalten und das tun, hätten wir hier das schönste Leben. Und leider ist es nicht so. Leider ist es so, dass das Negative immer mehr angeguckt wird als das Positive. Schreckensmeldungen werden immer mehr angeklickt. Und dass wenn ich eine positive Bildüberschrift habe, die hat noch lange nicht den Effekt, wie wenn ich es jetzt negativ sagen würde. Das ist leider so. Und aber da können wir raus aus dieser negativen Konditionierung. Das ist kein Problem, da rauszukommen, wenn wir das möchten. Und wir sind hier, Smarana ist hier, um das zu ändern. Und deswegen kommt mit mir zusammen, schließt euch mir an. Ihr habt euch ja schon angeschlossen, aber vielleicht die Neuen, die jetzt das Video sehen, weil ihr es geteilt habt. Vielleicht verstehen die, um was es geht. Raus aus der Manipulation, raus aus der Gehirnwäsche, rein auf den friedvollen, lichtvollen Weg, an dem wir so viel Schönes erreichen können, ihr Lieben. Genau, ich lese schnell nochmal, was ihr so geschrieben habt. Ah, Quantenphysik hat jemand geschrieben, genau bestätigt, dass das so ist, was ich gesagt habe. Und genau, ihr macht euch auch gegenseitig Mut. Genau, Annika schreibt, sie hat auch alles verloren. Und du schreibst genau das, was so viele sagen. Doch hätte ich dich oder hätte ich dir auch nicht gemacht, dann wüsste ich nichts, wo ich jetzt stünde. So ähnlich schreibst du das. Genau, also das ist eben dieses Licht bringen und sich gegenseitig unterstützen. Und meditieren hat so eine große Kraft. Dadurch das Licht zu bringen, das ist ganz einfach. Man muss es nur tun. Und ihr tut es ja. Ihr seid ja heute hier. Und deswegen ist dieses Video sehr lichtvoll. Es ist ganz viel Licht. Und wenn ihr uns weiterhin unterstützt, teilt auch die anderen Videos, liked sie, dann werden wir das ohne weiteres schaffen. Und ich danke euch jetzt schon dafür. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Und ich habe euch auch alle lieb. Ganz lieb. Ihr seid meine Smarana-Familie sozusagen. Genau. Jetzt lese ich noch mal schnell. Genau, wenn Gott mit uns ist, was kann gegen uns sein? Nur die negativen Gedanken, die müssen weg. Die negativen Gedanken, die machen uns einfach schwach. Das müssen wir verstehen. Genau, ich wünsche mir auch, Jürgen, dass die Menschen endlich beginnen, überwiegend das Gute zu sehen.
Denn das ist der richtige Weg. Und je mehr du das siehst, umso mehr Gutes kommt ja auch zu dir. Das ist so das Gesetz der Resonanz, der Anziehungskraft. Genau. Und das ist Andhra, das ist diese Ausrichtung auf das Negative, das ist die Konditionierung, Positive konzentrieren soll oder auch die Gedankenkontrolle und ne, diese ganzen, das lernt man nicht in der Schule. Und dann habe ich noch eine Frage, die ich euch beantworten möchte. Und zwar hat jemand geschrieben, und zwar auch diese Botschaft, glaube ich, vom Galaktischen Rat war das. Sie hat geschrieben, sie versteht es nicht. Es kommen immer wieder so ähnliche Botschaften wie die eine. Und sie versteht nicht, dass bei ihr seit 10 Jahren nichts passiert und sie immer wieder auf den gleichen Trott ist. Das kann ich auch ganz einfach beantworten, weil es sind zwei verschiedene Dinge, die hier wirken. Das eine sind die Botschaften. Die Botschaften, die Bereitstellung der wundervollen Energien und der Hilfen der geistigen Welt oder der Sternenfreunde. Das andere, das zweite, ist das, was du draus machst. Du kannst dich ja immer entscheiden, ich mache in meinem Leben immer das Gleiche oder ich mache jetzt mal was anderes, ich ändere alles. Und das ist deine eigene Entscheidung. Und das heißt also, sobald du aktiv wirst, und ich meine hier Aktivität auf allen Ebenen, dann wirst du was ändern. Ja, sobald wir nicht mehr bereit sind, diese Lügen laufen zu glauben und aktiv werden, werden wir was ändern. Solange wir aber nur sagen, noch, ja, es sind wieder Lügen und so, geht das ja ewig so weiter. Also wenn wir nicht aktiv werden, werden wir nichts ändern. Deswegen ist es bei dir so, diese 10 Jahre, und es gibt immer eine Möglichkeit, es gibt immer eine Lösung. Es gibt kein Problem ohne Lösung und man muss es halt angehen und vielleicht holst du dir Hilfe, jemand, der dir helfen kann, dein neues Ziel zu finden, deine Berufung vielleicht zu sehen, wo du dann richtig gut wirken kannst. Das würde ich mir sehr für dich wünschen und für alle anderen auch, die noch auf der Suche sind, denn es ist schon wichtig, in seiner Kraft zu wirken. Genau. Genau. Genau, es sind doch einige, die auch schreiben, sie haben alles verloren und sich dann wieder gefunden. Das ist so wunderschön. Und das bestätigt, dass alles geht. Dass es wirklich geht und dass wir viel mehr in uns tragen, als wir denken. Ihr Lieben, und jetzt freue ich mich so sehr auf diese Meditation, die wir gleich machen werden. Und ich möchte euch noch mal daran erinnern, meldet euch noch zum Smarana Festival an. Nehmt euch diese 2 Tage Zeit und genießt es, wenn wir in der Familie zusammen sind, in der Lichtfamilie und zusammenwirken werden. Ihr werdet gestärkt aus diesen 2 Tagen hinausgehen, Minimum für ein Jahr gestärkt sein. Und auch diejenigen, die online dabei sind, da hat mir jetzt vor ein paar kurzer, 1, 2 Tagen jemand eine E-Mail geschrieben, sie findet es so schade, dass ich das niemals erwähne. Ich freue mich natürlich auch sehr auf alle, die online dabei sind. Das möchte ich jetzt mal ganz offiziell sagen. Ihr habt genauso diese gleiche Energie und ihr werdet auch für bestimmt ein Jahr aufgeladen sein mit positiver Energie. Und dann kann euch nicht mehr so leicht etwas aus der Fassung bringen. Und dann seid ihr starke Lichtarbeiter, die ganz viel bewirken werden. Und von daher, ich freue mich, ihr seid schon sehr viele angemeldet und ihr dürft gerne noch kommen. Es gibt noch freie Betten, es dürfen gerne noch mehr sein. Je mehr wir sind, umso mehr Licht werden wir senden, ihr Lieben. Und jetzt werde ich, das mit dem hier steht, warum wird das Tierleid nicht weniger? Das ist auch eine Entscheidung der Menschen. Sind ja die Menschen, die die Tiere quälen. Die Tiere sind da hilflos. Die Menschen können das ändern, sonst niemand. Genau. Das Festival, liebe Regina, das ist am 22. und 23. Juli, also ungefähr in 4 Wochen, in Kirchheim bei Bad Hersfeld. Unter dem Video ist ein Link, da könnt ihr draufklicken und euch das mal alles durchlesen, euch informieren und anmelden. Wir haben immer noch den Vorzugspreis
von 155 € mit Mittagessen an beiden Tagen und Getränken kostenlos. Also es ist ein ganz toller Preis, den haben wir uns wirklich extra für euch so gemacht, dass so viel wie möglich kommen, damit ihr nicht so viele hohe Kosten habt und dass trotzdem irgendwie noch alles über die Runde, über die Bühne gehen kann, ihr Lieben. Genau, 22. und 23. Juli. Meldet euch an, unter dem Video ist der Link. Ihr könnt euch ja auch mit dem gleichen Link online anmelden. Man, unter dem, wenn ihr da auf das Produkt geht, ist oben, sind zwei so Kästchen. In einem steht am Festival teilnehmen und im anderen steht online teilnehmen. Also ihr braucht einfach nur da drauf zu klicken und schon seid ihr dabei. Genau, jetzt lese ich nochmal. Was habt ihr noch geschrieben? Genau, aufhören Fleisch zu essen. Dort gibt es übrigens schönes veganes Essen, ganz toll. Was ich mit online meine, dass man von zu Hause das anschauen kann. Wenn du jetzt sagst, ich habe kein Auto oder irgendeinen Grund hast, wo du nicht persönlich hinkommen möchtest, dann kannst du online teilnehmen. Das heißt, du sitzt zu Hause am Computer und siehst da das Festival. Du bekommst also da einen Link von uns und kannst dann da von zu Hause aus dabei sein und kannst es dann auch immer wieder wiederholen und anschauen. Genau. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wer mich persönlich kennenlernen will, der kommt persönlich hin. Und wer sagt, mir ist das andere auch, für mich ist das andere auch okay, der macht es so. Also ihr könnt es ja frei entscheiden, ihr Lieben. Genau. Was habt ihr noch geschrieben? Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an mit dieser Lichtmeditation. Die wird uns sehr kräftigen, sehr stärken und wir werden sehr viel Licht schicken. Und ihr könnt euch überlegen, vielleicht jetzt schon mal, wohin ihr das Licht schicken möchtet. Vielleicht in die Gebiete, wo nicht so viel Licht ist, in die Gebiete, wo Menschen sitzen, die komische Dinge laufend erzählen. Ja, die Chefetagen, wo Dinge entschieden werden, die uns nicht gut tun, da könntet ihr auch das Licht hinschicken, damit sich da so ein bisschen was auflösen kann. Ich lese jetzt schnell nochmal, es kommen schon wieder Texte. Wie wäre es, wenn die verschiedenen Lichtfamilien sich zumindest in einer gewissen Regelmäßigkeit zusammenschließen würden? Nun ja, das ist ja hier immer ein Zusammenschluss, wenn man ein Video gemeinsam schaut, zum Beispiel hier am Livestream. Und es schauen ja viele, viele Menschen gleichzeitig auch Videos an und das ist ein Zusammenschluss. Genau. Und natürlich ist jetzt ein Seminar, also ein Festival, eine persönliche Sache, aber man kann es auch über YouTube machen, indem man Videos anschaut oder indem man Webinare macht, wo man sich auch zusammenfindet, um eben gemeinsam was zu lernen, sich weiterzuentwickeln und in seinen Fähigkeiten wächst. Genau. Okay, ihr Lieben, jetzt fangen wir an. Ich werde umschalten, wir hören eine schöne Musik und ihr könnt euch einfach fallen lassen und die Energien genießen. Und dann mit mir zusammen wirken, so wie Lichtarbeiter das tun, voller Freude, voller Liebe. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und nicht vergessen, liked das Video und teilt es auch. So, und wo habe ich jetzt die Maus? Ist die mir weggerutscht vorhin? Okay, dann schalte ich jetzt um und wir fangen an. Ja, ihr lieben Smarana. Geliebte Lichtfamilie, geliebte Menschen der Erde, geliebte Smarana, voller Freude darf ich euch heute begrüßen zu dieser Lichtmeditation, denn es ist wichtig, dass wir zusammenwirken,
Es ist sehr wichtig, dass wir zusammen das Licht ausdehnen und alles, was hinderlich ist, transformieren. Und so bitte ich einen jeden einzelnen von euch, das Licht der Liebe einzuatmen und euch mit diesem Licht auszudehnen und zu spüren, wie ihr oder du mit jedem Atemzug ruhiger und entspannter wirst. Lasst dabei die Gedanken wie kleine weiße Wolken am Himmel vorüberziehen und komme innerlich zur Ruhe. Atme in einem Rhythmus, der dir gut tut, und sei dir bewusst, dass du im Kreise aller Lichtarbeiter heute wirken wirst. Und so werden wir nun zusammen das Licht in unserem Herzen fühlen und das Licht ausdehnen. Konzentriere dich auf dein Herz. Konzentriere dich auf deinen Atem. Und spüre in deinem Herzen deine göttliche Flamme. Die göttliche Flamme, wie sie leuchtet, wie sie hell leuchtet und strahlt. Und nun konzentriere dich auf dein Herz und lasse aus deinem Herzen heraus einen lichtvollen Strahl entstehen. Du kannst diesen Strahl länger machen, kürzer machen, breiter oder schmäler machen. Es ist deine Entscheidung, dein Fokus. Und jetzt überlege dir, was für dich wichtig ist. Frieden, Harmonie, Gleichgewicht, Gesundheit, Fülle. Lass alles, was dir jetzt in den Sinn kommt, in den Strahl hineinfließen. Lade deinen Strahl mit all den positiven Wünschen auf. Nimm dir ein wenig Zeit dafür und du wirst sehen, wie dein Strahl noch viel heller wird. Lass deine Gedanken fließen und gebe deiner Fantasie Raum, um alles das auf diesen Strahl zu legen, was für dich wichtig ist. Und nun nimm deinen Strahl und sende ihn auf die Erde. Stell dir vor, dass die Erde vor dir liegt, als runde Kugel, und lenke deinen Herzensstrahl mit diesen schönen Wünschen genau an die Stellen, wo er gebraucht wird. Und ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, damit du wirken kannst. Und so stehen wir gemeinsam im Kreise. Unsere Herzensstrahlen vereinen sich und es fließt auf die Erde der Wunsch oder die Wünsche, die du auf deinem Herzensstrahl gelegt hast. So nimm dir nun Zeit,
und lass dein Licht leuchten. So fließt das Licht deines Herzensstrahls überall dorthin, wo du es möchtest. Und es wird genau die Menschen erreichen, für die es wichtiger ist. Und es wird viel Heilung und Licht auf die Welt bringen. Vielleicht kannst du erkennen, die Menschen um dich herum, die Lichtarbeiter um dich herum, wie sie wirken. Vielleicht kannst du erkennen den großen Herzensstrahl, wie er glänzt und strahlt und das Licht nur so leuchtet. Und vielleicht erkennst du nun auf der Erde die Lichtpunkte, die du gesetzt hast, die wir gesetzt haben. Denn das ist echte Lichtarbeit. Das ist Lichtarbeit der Liebe. Und du bist ein Teil davon. Du hast heute mit deiner Anwesenheit für das Große und Ganze gewirkt. Und dafür bin ich dir so sehr dankbar. Und so sende unserer lieben Erde einen Kuss der Liebe aus deinem Herzen. Und vielleicht siehst du nun, wie sie die Erde zu strahlen beginnt, wie sie zu leuchten beginnt. Und du siehst, wie auch du zu leuchten beginnst. Denn wir sind verbunden mit Mutter Erde. Es ist die Liebe, die uns trägt. Und so bedanke ich mich bei dir. Aus der Tiefe meines Herzens, dass du heute hier warst und dabei warst, um mit uns zusammen Lichtarbeit zu machen. Und wenn dir danach ist, wiederhole diese Meditation, denn sie dient zum Wohle aller. Dann ziehe deinen Lichtstrahl, deinen Herzenslichtstrahl zurück in dein Herz. Löse die Verbindung und bedanke dich bei deiner Seele, bei Mutter Erde und bei dem Licht für alles, was heute geschah. Dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder hier. Es war so schön, ihr Lieben. Ich danke euch so sehr. Ich danke euch so sehr. Und ich habe die Erde strahlen gesehen. Strahlen, es war so schön. Ihr dürft gerne auch beschreiben, was ihr gesehen habt. Ihr
dürft auch schreiben, wo ihr die Lichtstrahlen hingesendet habt. Ganz, was ihr möchtet, wie ihr es möchtet, dürft ihr es machen. Und ihr seid einfach wirklich wundervolle Lichtarbeiter. Und es ist so schön, dass ihr hier seid. Wir sehen uns dann am Donnerstag zu meinem neuen Video über die Zukunft von den nächsten 6 Monaten. Auch sehr interessant. Schaut euch das Video an. Und wer, ich habe gerade vorhin noch eine Frage entdeckt, wer nur ein Smartphone hat, also nur in Anführungsstrichen, kann natürlich auch live online von zu Hause teilnehmen. Das kannst du, egal auf welchem Gerät, kannst du online dabei sein, ihr Lieben. Zum Festival meine ich. Das ist genauso, wie wenn ihr jetzt hier auf YouTube mit dem Handy schaut, so ist es dann auch der Livestream, wenn ihr das gerne möchtet. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich habe euch sehr lieb. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.